Herzlich willkommen zum neuen Video, mitten aus Berlin, Köpenick, ne? Köpenick? Ja, ich glaube ja. Ja, Köpenick, bei SPR Germany. Und ihr seht, wir stehen vor unserem iXAM 4x4. Und da sehe ich auch, da kommt Martin schon um die Ecke. Und wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen besprechen, wie wir unseren Käfig, Exoskelett hier bauen lassen. Das wird eine mega geile Sache. Und ich glaube, wenn das fertig ist, das wird mal interessant. Machen wir was anderes. Ultra wackeliges Video heute. Gimbal ist gerade kaputt. Alex muss es alles aus der Hand filmen. Aber weiter im Thema. Das ist Martin von SBR Germany, der uns auch dann den Käfig, sagt man Außenkäfig oder Exoskelett? Exo, wie man möchte. Wie man möchte. Exoskelett. Wir bauen den Käfig um ein Auto, dass das nicht kaputt drückt. Klingt cooler. Warum machen wir das Ganze? Weil wir zu viel Langeweile haben und wir das Teil ein bisschen im Gelände fahren möchten. Und wenn wir ein bisschen seitlich an eine Böschung rutschen, dass das nicht hier alles sofort kaputt bricht. Und jetzt müssen wir Martin erklären, dass der das alles baut und dass das alles aus Kunststoff ist und dass nicht alles wegschmilzt beim Schweißen. Mein Wunsch wäre, dass das hier unten herläuft, ja, dass man schon mal über so einen Hügel leicht rüberrutschen kann. Ja, also müsste es ja so ein bisschen tiefer wie der Originalschweller. Okay. Dann wäre natürlich cool, das müsste in Ruhe auf die Bühne gucken, dass wir unterm Auto vielleicht auch ein, zwei kleine Röhrchen haben, dass man da auch so rübergleiten kann, vielleicht. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja der tiefste Punkt, wenn du also mit dem Rohr hier hingehst. Ja, also wenn du hier tiefer gehst, also die ganzen Unterboden jetzt zu verstreben wird jetzt nein, ich relativ heftig. Aber ich glaube, wenn du hier schon mal tiefer gehst, dann hast du ja quasi... Das reicht ja eigentlich, ne, rechts und links. Warum in der Mitte noch? Ich denke, auch ein Hügel mal in der Mitte... Ja, das schon. Ja, aber... Und das ist ja nur Blech, ne? Wenn du da jetzt einmal so durchpunktest mit rein. Sie fragen, wie in der Mitte der Träger aussieht. Das ist auch stabil, so wie hier. Okay. Hier dann irgendwie so Hochware plant, ne? Ja, genau. So, und dann hier so dran her. Genau. Was eigentlich dann auch wichtig ist, dass wir vorne und hinten irgendwie was unterhalb von den Kunststoffstoßstangen kriegen. Ja, das macht Sinn. Weil die haben wir uns schon kaputt gefahren beim Testen. Ja. Weil, ich sehe schon. Weil er bleibt mir ja sofort hängen. Ja, klar. Im Innenraum eine Kreuzstrebe. Ja, genau. Das hat ihr vorgeschlagen. Genau. Weil es statisch sonst nicht viel Sinn macht. Weil du hast ja, wenn du so willst, es ist ja nur ein Viereck und du verschiebst es einfach. Genau, wenn du auf Ecke drückst, dann würdest du es wegdrücken. Genau. Also wenn du das quer versteifst, hast du halt ein Dreieck, dann ist das in sich statisch. Ich sag immer Schuhkarton-Prinzip, ne? Schuhkarton auf Ecke, knack. Ja, es ist ja nur ein Viereck, ist geometrisch instabil, was du haben kannst. Ne? Das schiebst einfach zur Seite. So, wenn du das immer diagonal abstützt, ist der Feierabend. So, und dann kann das auch auf der Seite liegen, das fängt sich in sich ab. Ne? Deswegen, da weißt du, was Alu machen, ich würde jetzt auch nicht hier gefühlt ein Vollmaterial nehmen, sondern mit der Wandstärke halbwegs im Rahmen bleiben. Das ist ja schon ein bisschen, aber jetzt nicht... Das wäre jetzt die nächste Frage. Ihr habt das Material schon bestellt, ne? Ja. Was haben wir für einen Rohrdurchmesser? Weil es sieht ja an so einem kleinen Auto schlimm aus, wenn da irgendwie so ein dickes Rohr jetzt ringsrum ist, ne? Ach so, nee, ist 40 mm mal 3. Das ist ein 40, 40... 40 mm. So, ne? Das sind 4 cm übrigens. Ja, echt? Ja. Wenn du vorhast, dich irgendwie, wie sie nicht mit 200 über den Berg zu hemmen und dich 13 Mal oder Pikes Peak, würde ich vielleicht lassen. So, aber ansonsten mache ich mir da gar keinen Kopf. Wir bleiben bei 50 km/h. Und was ist abnehmbar später und was nicht? Weil das ganze Teil soll im Nachhinein eigentlich noch irgendwie eine schicke Folierung kriegen. Ist ja nicht so, dass ich den Käfig jetzt raufschweiße und es nicht mehr abnehmbar. Es ist schon so geplant, dass das ganze Teil abnehmbar ist. Okay. Das ist ein bisschen Halligalli, aber es ist zerlegbar im Nachgang nochmal. Und wie ist es dann? Das ist dann Rohr an Rohr und verschraubt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich muss Verschraubung setzen. Es wird, ein paar Teile werden in sich komplett geschlossen sein, die du quasi im Ganzen runternehmen musst. Wie ich es baue, werde ich beim Bauen sehen. Aber also zeig den Weg, ne? So, da kann ich jetzt nicht im Vorfeld planen. Das funktioniert das. Das war für dich auch wichtig, dass du das durchschweißen kannst, ne? Hinterher. Das ist das nächste Ding. Kannst du im Brenner, wenn das Ding jetzt hier knapp vorbeiläuft, kommst du im Brenner endlich durch. Ja. Und dann willst du auch die Karosserie danach nicht mehr sehen. Lichtbogen hat ein bisschen mehr als 40 Grad und dann ist der Feierabend. Also den Lack kannst du danach entsorgen. Ja, wie gesagt, insofern muss ich es eh runternehmen und das metallisch bauen. Ne? So, insofern. Man kann ja so ein bisschen so die Kanten vom Auto folgen. Zum Beispiel hier wäre das ja, wird's ja irgendwie so gut aussehen, wenn man diese Kante nimmt, dass hier das Rohr vorherläuft. Ne? Ja, da vorne so ein bisschen Kuhfänger-Style, ne? Wolltet ihr haben mit. Und hier natürlich auch wegen Böschungswinkel, das ist, haben wir auch schon kaputt gefahren. Das muss irgendwie... Ja, das Schöne ist, hier vorne ist ein Träger, da lässt sich ja irgendwie ein Anker ansetzen. Man quasi hier unten, das ist hier in sich stabile Konstruktion, dass man hier einen Träger setzt, dass der dann verschraubt werden kann. Ja, da musst du aufpassen, weil das ist jetzt wieder Stahl. Das ist ja kein Problem. Das ist kein Problem, also du kannst von... Ne, ist ja eine geschraubte Verbindung. Ah, okay. Na, also quasi hier wird Stahlträger angeschweißt und dann mit einem Alu-Gegenstück, dass er verschraubt werden kann. Mhm. Dann ist Feierabend, das hält. Ich würde sagen, wir rollen mal runter und dann gucken wir uns mal jetzt an, wie er dann unten aussieht, wenn er steht. Erschrecken, wie leicht so ein Auto ist. So, wo soll ich anfassen? Okay. Guck, das war's schon. Okay. Jetzt sind wir anders gewöhnt. Jetzt kannst du dich auch mal reinsetzen.
Die Sitze sind natürlich nicht original, die haben wir auch schon mal provisorisch fixiert, weil ja. du ja wissen musst, wie viel Platz du brauchst für die. Nach hinten auch, ne? Oh, ist aber, geht aber. Dann wird das mit dem Kreuz aber relativ weit hinten, ne? Also mit der. Da müssen wir die Ankerpunkte weiter hinten setzen. Dann haben wir die auf dem Beifahrersitz noch Schrotgurte geschmissen. Okay. Dass du da vielleicht gleich mit an dem X hinten mit zwei Halteösen dran machst. Okay. Die sind da Straßen zugelassen, die Jungs, ne? Ja, TÜV ist eh kein Problem. Okay, alles klar. Käfig festmachen, da ist der TÜV relativ zickig und dabei Alu sind die extrem zickig. Die Zulassung ist eh kaputt. Das okay, ist bloß für deswegen. Uns, dass man nicht, wenn man mal über so ein Hügelchen fährt, dass man da ja. ein bisschen drin. Ich habe einen guten Kumpel, Björn, bei der GTÜ, aber der sagt jetzt schon nein. Weil wir haben hinten schon alles versaut, was zu versauen ist. Das Geldbündel wurde immer dicker und trotzdem war es ein Nein. Okay, gut. Was ist das da für ein Projekt, auch deins? Ach so, ja, krieg Motor umbauen. Ja, okay, nee, wir sind ja auf einer alten Werftzylinder und da sind wir hier quasi die Außenseiter mit den Autos. Also wir haben die Fahrmehr hingestellt, jetzt zickt die Sonne rum, hast du gerade gesagt? Ja, ja. Also verstärkt immer den Effekt, ne? Man muss jetzt, wir wissen ja nicht, ob das jetzt blau bleibt, ne? Zum Glück muss ich nicht entscheiden. Jetzt zieh du mal die Farbe vor, die du nimmst. Komm, die Außenfarbe an, das ist halt das Ding, ne? Da haben wir es wieder. Das ist halt das ja. Ding. Deswegen, Kommunikation war ja, ihr kennt die Rot, das cool, nehmen wir. Da wusste man nicht, wie das wird. Wenn es zum Beispiel auf matt, wenn es matt schwarz bleiben würde, dann ist das ziemlich geiler Kontrast, weil das hier ziemlich raushämmert, ja, in der Sonne. Und auf dem Rohr wirkt halt Candy immer extrem. Ein Uniton geht ein bisschen unter und das merkst du, wenn du Rohr ist und beim Candy haust halt raus, ne? Das geht natürlich überall. Vor allem da mit UV-Licht wird es dann ganz kriminell. Wir quatschen mal kurz drüber. Kannst du mal so ein Stück Material holen, was hier dran kommt? Hast du irgendwie so ein Stück, um mal gegenzuhalten? Wegen dem Durchmesser? Ein Stück Rohr, ich schau mal, ja, soll ich haben. Ja. Ist schwierig, welche Farbe, ne? Mir wird es ja wirklich so roh am besten gefallen, ne? So roh Aluminium. Du nimmst einmal einen falschen Reiniger, dann hast du Anlaufspuren und sowas, ne? Ja. Wir müssen uns in Ruhe ein Design überlegen. Dann hören wir auf euch ein bisschen. Das sind jetzt nur etwas größer. 4 cm. Genau. Ja, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Das ist eigentlich so Standard-Käfigdurchmesser, wenn du so willst. Okay. Erstmal hier so. Wenn es vom Durchmesser zu doll wird, baut es zu sehr auf. Das passt auch gerade bei der Dimension vom Auto. Wirkt es dann irgendwann, als wenn du ein Ofenrohr rübergezogen hast. Ne? Und jetzt sieht man auch, dass das Rohr nicht mehr schön ist. Ist es auch nicht. Ne? Weil man hat überall mal eine Schramme vom Lagern, vom Bearbeiten. Davon abgesehen, du könntest es ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, bürsten oder mit Fließfächer drüber. Das Problem ist, es läuft irgendwann an und wird grau. Ja. Und das ist das Problem. Also unbeschichtet wird Alu irgendwann sehr unschön. So, ich möchte mal einmal hier gucken, wenn man hier so weit würdest du von weggehen oder was denkst du jetzt so aus dem Bauchgefühl? Er muss ja auch ein bisschen. Dass er muss, dann ja. haben wir hier hinten abgedeckt. Mhm. Vorne hatten wir ein bisschen Probleme, wenn wir hier um die Ecke gehen. Mhm. Ja, aber hier finde ich es okay, wenn das Stück jetzt hier, weil es würde ja kacke aussehen, oder? Den Fender schräg wegschneiden. Das machen wir dann vielleicht. Weil ich finde es schön, wenn das im gleichen Abstand auch so dann weiterläuft. Mhm. Dann ist diese Ecke zwar nicht geschützt. Oder in der Form wegschneiden, das kommt, glaube ich, auch ganz cool, oder? Wie meinst du? Dass er die quasi genau im Winkel mit wegschneidet, ja. Dass die flüssig mit dem Maß mitlaufen. Oder ihr habt einen Fähig, der ein bisschen mit dem Zeug umgehen kann, dass er die wegcuttet, dass er dieses nach unten noch mitkriegt, dass ja. es sich rüberzieht, dass diese Form quasi hier mit reindreht. Bisschen Arbeit, aber sieht schon cool aus. Also hier bleiben wir dann immer so dran. Mhm. Das wird ganz lustig, glaube ich. Deswegen. Und deswegen hast du das Problem mit der Haube auch nicht, weil du gehst ja hier an der A-Säule runter. Ja. Die Haube bleibt ja eh frei. Oder musst du irgendwas drüber verstreben? Nee. Wolltest du nicht hier irgendwie? Also wir können da dann eh nochmal im Einzelfall noch mal durchgehen. Wenn ich quasi ja. erstmal die Außenform mache, merke, das wird hier absoluter Käse, dann funktioniert das und das nicht mehr. Ja. Das wird in den Bildern war das, ne? Dass wir hier genau. auch einen rüber. Genau. Dann müssen wir gucken, wie es wirklich aussieht. Wegen der Stabilität dann, ne? Ja, macht Sinn von der Statik, aber wenn dann der Wischer nicht mehr geht oder die Haube nicht ja. mehr aufkriegst, macht es auch nicht viel Sinn. Ne? Ja. So, und wenn du x-tausend Trennungen hast, wird dann mega kompliziert und das samt zu basteln wird dann auch ziemlich kriminell. Ja. Weil du hast immer so ein bisschen, du hast immer ein bisschen Verzug beim Schweiß, das ist halt normal. Du bringst halt Wärme ein und irgendwann hast du so ein bisschen, dass sie das alles ein bisschen wegdreht. Und man ja. verspannt sich das und Alu ist noch ziemlich fies, dass das auch Tage später noch anfängt sich zu stabilisieren. Und dann hast du auf einmal ein Bauteil, weißt keine Ahnung, es liegt gerade, du schweißt es und drei Tage später hat es einen Verzug. So. Und das dann hier Millimeter genau zusammengeschraubt werden muss, hast du immer ein Problem. Klar, kannst du ja. immer noch so ein bisschen dehnen, aber das macht dann auch keinen Spaß. Ne? Gut, so oft werden wir es auch nicht auseinandernehmen müssen. Das ist jetzt, einmal, dann, sehen. Das ist jetzt einmal zum Design folieren und so. Ja. Und eventuell, wenn wir es kaputt machen. Ja, wenn wir es kaputt geht. Dass man das nochmal neu bauen muss. Davon haben wir nie geredet. Da machen wir eben Delfintherapie wahrscheinlich. Ja, das sieht auch dann. Ja. Weil hier muss ich auch ein bisschen tiefer gehen, ne? Genau, wie gesagt, der wird wahrscheinlich, weil der so rumgeht, denke ich mal, den werde ich einmal rumziehen und unten das so weiterführen.
Und hier quasi, dann werden hier Träger angeschweißt nach hinten, die dann an die Träger angeschraubt werden, die unter dem Hauptrahmen sitzen. Also es ist durchaus okay, du kannst hier Löcher reinschneiden, wie du möchtest, ne? Wenn du irgendwie hier so durchgehen musst, wenn es nicht passt. Ne? Das kannst du alles wegschneiden, so dass es passt. Wenn ich irgendwo was wegschneiden muss, ich melde mich eh vorher, ist es okay, da und da, Schnitt XY. Ne? Ja. Insofern einfach wegschneiden ist jetzt nicht so schön. Vorher abklären, dann passt das. Also du sagtest gerade, dass die Beschichtung etwas sensibler ist wie ein Lack. Habe ich das richtig verstanden? Nee, es ist kratzempfindlicher. Kratzempfindlicher. Wenn du jetzt rumschrabbelst sozusagen, es ist wie eine Kunststoffbeschichtung. Also was? So, aber es hat einen akuten Vorteil. Wenn du lackierst, hast du immer das Problem, wenn Steine gegenfliegen, bist du selber Lackplatzer. Wenn du den aktuellen Lack hast, du fährst ein bisschen nicht Autobahn von hier bis München und die Bude vorne Sand strahlt. So, bei Pulverbeschichtung ist es halt ein eingebrannter Kunststoff quasi. So, und der ist extrem schlagunempfindlich. Also Steinschläge brauchst du nicht mehr vergessen. Ich hatte mal, sieht man ein bisschen doof, mit dem Lexus, der hat hier so eine Felgen, die extrem weit rausragen. Ne? Ja. Also das ist quasi keine Felgenschutzkante am Reifen, sondern eine Reifenschutzkante an der Felge. So, und die waren lackiert. Innerhalb vom halben Jahr war die Kante einfach mal komplett Aluminium. So, pulvern lassen, bis jetzt, ich fahre die Dinger 4 Jahre, nicht einen Steinschlag. Und das ist gerade hier, kann ja sein, dass ab und zu mal vielleicht Steine kommen. Wenn du den Käfig lackieren lassen würdest, hast du nicht lange Spaß dran. Also ich bin weder bei Lack noch bei Beschichtung. Ich bin, glaube ich, bei Natur. Natur. Ist nicht schön, läuft doch irgendwann an. Ne? Es ist Aluminium, also Aluminium unterliegt ja auch Korrosion. Das wird dann irgendwie weiß und komisch. Es wird hochglanzverdichtet. Ich würde es trotzdem beschichten oder pulvern lassen. Und wenn er auf dicke Hose macht, dann muss es kennen, lieber aller Liebe. Habt das gehört? Das diskutieren wir noch aus. Du musst das Ding erstmal bauen und ihr schreibt mal fleißig in die Kommentare, welche Farbe jetzt das Teil bekommen soll. Du baust jetzt ja hier hinten auch diesen Schutz für den Böschungswinkel. Ja. Und warum auch immer, das wissen wir jetzt noch nicht, haben wir uns gedacht, dass du uns dann an diesen Schutz vielleicht so eine Halteplatte schweißt für eine Hängerkupplung dran zu schrauben. Okay. Es gibt ja diese anschraubbaren Hängerkupplung, kennst du die? Einfach bloß der Haken mit 2 Löchern zum Schrauben. Weil mit der Hängerkupplung sind wir uns eh und sich auch was machen, auch in die Kommentare schreiben, weil ich weiß noch nicht wofür, aber vielleicht wäre es cool irgendwann, wenn man mal aus Gag irgendwas dranhängen will. Wir haben so richtig dicke, große Anhänger, so mit Maximalbeladung 200 Kilo und okay. So, weißt du? Okay. Das wäre hier vielleicht... Vielleicht vorne eher Seilwinde und auf dem Dach eine LED-Bar. Seilwinde haben wir vergessen. Auf Wunschliste auch nicht geschrieben. Vorne muss eine Halteplatte für eine Seilwinde dran. Ja, das habe ich fast gedacht. Die Seilwinde schicken wir zu. Mhm. Und die Lichtbar oben, das haben wir noch gar nicht bedacht. Das ist auch geil. Ja. Das ist Offroad. Oder Fensten 4 Runden mit einem Smiley drüber. Das muss ich mir aufschreiben. Warte mal. Mein Gott. Martin, gut, dass du gesagt hast, dass da Licht drauf muss. Jetzt denkt einer mit. Ja. Wie lange müssen wir warten? Was denkst du so? Nur, dass man ein Gefühl kriegt. 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen. Wir schauen, dass wir es in 4 Wochen schon hinkriegen. Was macht ihr eigentlich? Also SPR Germany ist ja schon so ein bisschen bekannt. Du hast gerade schon ein bisschen erzählt. Willst du ein bisschen mal ausholen und erzählen, was ihr macht? Im Prinzip machen wir Fahrzeugumbauten, stellen Teile her, Krümmer, Abgasanlagen, Ansaugsysteme, machen komplett auch Turbo-Setups, inklusive Abstimmung, Verkabelung und so weiter. Also vom Prinzip das, wo das klassische Tuning über das OBD-Stecker ran und Kennfeldflächen darüber hinausgehen und sagen, pass auf, ja, wir haben hier Fahrzeug X, möchte Leistung Y, meist auch für Drift und Time Attack. So, und da haben wir also unsere Hauptkundschaft, die dann wirklich Qualität brauchen, was auch wirklich beanspruchbar funktioniert, nicht nur für die Dorftanke. So, und oft ist es so, es gibt einfach nichts. Wenn du Exotas, ich brauche Krümmer XY, wir hatten letztens, keine Ahnung, GTSL AE86 aus den 80ern, SV1000 Motor, er meint, da passt nichts, ich brauche einen Krümmer. Dann bauen wir sowas. Und das macht keiner oder immer weniger und vernünftig schon mal gar nicht. Du könntest vielleicht mal zeigen, ich habe gerade, was ist das für, das ist ein älteres ein Oldtimer, wo du was gebaut hast? Der E-Type. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, gerne. Weil die Beschichtung finde ich interessant. Okay. Vielleicht wäre das auch was für unseren Außenrahmen. Oh Gott. Oder was ist das? Das ist ja so... Das ist Kräusellack, das ist eher so eine Motorraumgeschichte. So, also Oldtimer-technisch bin ich bei dem Auto jetzt raus. Was ist das jetzt hier für einer? Das ist ein Jaguar E-Type aus den 60ern. Die James-Bond-Hütte quasi. Ne, da siehst du mal die vorne stehen. Ja. Genau, mit dieser ewig langen Schnauze. Genau, das ist mit 6- und 12-Zylinder. Das ist jetzt ein 12-Zylinder aus einem 80er Jahre, aus einem Double Six. 5, schieß mich tot. Und der wollte das Ding auf elektronische Einspritzung umbauen. Und das haben wir dann in Angriff genommen. Und das ist auch schon dein Werk hier, ne? Genau, genau. Original haben die hier Ansaugsysteme, die sind wirklich katastrophal mit so einem kleinen Schniepel als Ansaugung. Das ist natürlich extrem restriktiv. Da haben wir quasi hier Stutzen gebaut, dass der vernünftige Ansaugung hat. Hier sind 2 Luftfilter drin. Hier sitzt ganz knapp die Haube. Und das saugt hier vorne quasi direkt, der hat quasi diesen Steg über der Haube. Und das ist mega eng alles. Dass du da Luft von vorne ansaugst. So saugst du die warme Luft an. Aber primär ist hier, wir mussten hier Einspritzleisten bauen, dass der vernünftige Spritversorgung bekommt. Kriegt
eine Kettenverzündung. Also das Steuergerät sowieso, das ist eine frei programmierbare, die auch 12 Emu Black oder was? Eine Pro 16 ist es. Da bin ich raus. Ich kenne mich gar nicht damit aus. Ich habe nur jetzt Emu Black gesagt, weil die sind Kasaudi drin. Also vom Prinzip von der Sensorik ist das alles Kindergeburtstag. Da könntest du mit einem kleinen System arbeiten, aber das ist halt ein 12-Zylinder, also vollsequenziell laufen. Und das können halt wenige. Die haben halt keine vernünftigen Triggersysteme und so weiter. Also geht da wirklich tief rein. Und da fangen wir an, wirklich das zu konstruieren und zu bauen. Das gibt, hat keiner Bock drauf. Das ist einfach, ich kaufe ein Teil, schraub's ran, auf Wiedersehen. Und das ist halt so, das ist ein Fetisch. Ne? Dieser Grisellack, also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das gefällt mir bis jetzt eigentlich so cool für unser Projekt. Aber der ist nicht schlagfest, oder? Wie war das? Erstens das, den willst du auch nicht sauber machen. Ohne Scheiß. Ja. Das ist so sackteuer. Also ist, für Motorräume wird es gemacht. Das hat so ein Ding aus den 18, 19 ging das los mit den. Also ich glaube, Ferrari macht es dann auch so ähnlich in Rot. Aber für außen würde ich mir das echt überlegen. Okay. Würde ich nicht machen. Stimmt, das ist ja original, ne? Das ist original. Also es war auch ein Turbo gewesen, aber der hat zum Beispiel keinen Ladeluftkühler. Der Kühler ist für einen 100 Civic aus dem 92er Baujahr. Den Ladekühler mal quasi gekauft, das Einzige, so kurz war, die Kästen umgeschweißt, das Ansaugsystem ist gebaut komplett, der Kümmer ist gebaut, die Abgasanlage und der Lader ist halt aktueller Gerät. So. Die Einspritzdüsen sind komplett neue und das Steuergerät. Wir haben versucht, das so hinzukriegen, dass wir, die Zündspule hier, oder der Zündverteiler hier ist fake. Der geht hier quasi ins Leben. So, da drunter sitzt quasi elektronische Zündspule und die Strippen laufen hier lang. Dass es möglichst beim Reingucken halt so aussieht, als ob. Da ist nur noch ein Trigger drin und das war's. So, das war das meist mehr Herausforderung, so hinzukriegen, dass es nicht zu sehen ist als Bling Bling. Das finde ich ja geil, ja, wirklich. Ja, der Kunde auch. So, ja. Der ist jetzt bei Oldtimer Rallye, ist er gelangweilt, weil der fährt allen weg. Weil das Ding ist so gefixt. Ne? Das ist über 300 Newtonmeter, das Ding wiegt 1100 Kilo. Das ist schon zügig, ne? Original kam die gar nicht aus dem Sack, ne? Und das ist jetzt schon, also ersten Gang ist mit Traktion Essig. Das ist schon okay. Das ist sein Schätzchen? Das ist meiner, ja. Okay, das sieht aber nicht mehr original aus. Nee. Also ist auch nicht gewollt, dass es nicht original aussieht. Ist ja auch ein bisschen ausgestellt, ein Stück weit. Also wenn man sagt, selber eine Firma hat und dann sowas macht, muss es auch dementsprechend aussehen. Aber so ein eigenes Ding, ich mag es halt bunt, wie man sieht. Also ich fände das jetzt auch nicht gerade mal hässlich, wenn das bei uns auch irgendwie dann so zu sehen ist, ne? Von wem der das gemacht hat. Also das könnt ihr gerne machen. Das ist aber nicht böse. Das ist jetzt dann Candy Gelb oder was? Das ist das Candy Gold. Das haben wir nochmal in Orange, in eine X-Töne. So, das war's auch schon. Martin ist schon wieder fleißig am Rohre biegen. Und jetzt haben wir eine etwas längere Pause. Es kann sogar sein, dass ihr gar nicht so lange warten müsst. Also abonniert den Kanal, Eichsam4x4. Nächstes Video ist dann, wie wir uns hier wieder treffen und das Fahrzeug ein Exoskelett hat. Und Kommentare schreiben wegen der Farbe, da sind wir uns echt unsicher. Also designtechnisch wird es Richtung Offroad-Ziel gehen. Also so grau, sandig, ocker, grün, schwarz, irgendwie so. Ciao.